Willkommen zurück zu Earthbound. Wir sind hier in Scaraba. Und Pooh hat uns leider wieder verlassen. Tja, tut mir leid. Oh, Ness hat einen Sonnenbrand. Ich hätte schon wieder gedacht, dass Jeff der Schwitzer einen Sonnenbrand kriegt, aber anscheinend nicht. Wow. Neue Bratpfanne für Paula. What do you want to do? Yes, no. Ich kann nichts mehr tragen. Okay. Dann, Paula, du wirfst weg das Insektenspray. Und Jeff, du wirfst weg das. Okay, habe ich mir den Schlüssel schon abgeholt? Ja, Schlüssel zum Turm. Ist ein bisschen länger her, seit ich den letzten Part aufgenommen habe. Deswegen wollte ich gerade nur noch mal nachgucken. Dann gehen wir jetzt mal in diesen Turm. Das sollte ja hier irgendwo in der Nähe stehen. Ja, PK, Iwata, PK. Machen wir mal kurz einen Prozess aus dir. Marauder Octobot. Weiß jemand, was Marauder heißt? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Beziehungsweise, ich habe das Wort noch nie gehört. Keine Sorge, wir können uns gleich wieder sofort heilen. Also könnt ihr hier ruhig alle mit heftigen Attacken angreifen. Oh. Sieht aus, als könntest du eintreten, aber ist verschlossen. Wo soll denn hier die Öffnung sein? Ach, ich will es gar nicht wissen. Schlüssel zum Turm. Okay, wir können eintreten. Wo auch immer der Eingang war. Ich will es nicht wissen. Wirklich. Willkommen, du bist in meinem Körper. Brick Road. Brick Road, der Dungeon Maker. Yay! Hoffentlich ist dieser Dungeon besser als dein anderer. Ja. Hier kann man sich holen. Erholen. Man kann sich hier holen, genau. Was labere ich manchmal für einen Scheiß, wenn ich mich verspreche? Egal. Die Musik hier ist auch ziemlich seltsam. Meine Statistiken sagen, dass 70% aller Leute zuerst nach rechts gehen. Brick Road. Ha, ich bin zuerst nach links gegangen. Ich bin nicht Mainstream. Behalte dieses Brett im Gedächtnis. Brick Road. Welches Brett? Obwohl du noch nicht dort oben hoch kannst, kannst du vielleicht später dorthin. Brick Road. Hier greift uns wieder eine Tasse Kaffee an und wertloses Protoplasma. Wie jeden Tag. Ja, komm.
Platziere ein Item in einer Sackgasse. Du kannst es nehmen, wann immer du willst. Brick World. Molokeia-Suppe. Ich weiß nicht, als was ich das übersetzen soll. Molokeia ist ein Sommergemüse aus Scaraba. It's high in nutrients and it has a light flavor that Scarabans love. If you drink it, you recover about 80 HP. Okay. Schon klar. Ach, kein Bock, mich mit euch abzugeben. Dein erstes Ziel ist es, die vier Seile zu erreichen. Big Road. Die Musik ist so seltsam hier. Warum gönnst du dir nicht eine kleine Pinkelpause, während du den Dungeon erkundest? Brick Road. Ich frage mich, warum ich in diesem Klozimmerchen hier bin. Aber wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? Oh, es tut mir leid. Habe ich dich nervös gemacht? Ich bin nicht gefährlich. Mach dir keine Sorgen. Okay. Hier kann man sich wieder heilen. Nun, das nenne ich mal einen sehr sicheren Dungeon. Es gibt in jeder Sackgasse, wohin du lange laufen musst, ein nützliches Item. Lebensnudeln will ich haben. Was kann ich dafür wegwerfen? Okay. Zum Glück sind die Gegner hier nicht allzu schwer. Was denn los? Habe ich irgendwie gerade die falschen Waffen gekauft oder sowas? Ja, so ein Kaffee ist doch nicht schwer zu besiegen. Seid doch mal ehrlich. Sobald ein Dungeon gebaut wurde, kommen immer mehr Gegner hinein. Big Road. Items, die einfach zu bekommen sind, sind normalerweise enttäuschend. Brick Road. Was ist denn hier drin? $5. Toll. Habe ich mir immer schon mal gewünscht. Kannst du mir nicht sagen, dass du es nicht schaffst, vor einer Tasse Kaffee und einer Schallplatte wegzurennen? Ich stelle euch das mal so wirklich bildlich vor, wie da so drei Kinder mit Feuer und was auch immer PK Iwata ist, da gegen eine Schallplatte und eine Tasse Kaffee kämpfen. Wow, das ist eine der seltsamsten Vorstellungen, die ich je hatte. Das ist tatsächlich das, was gerade hier in diesem Spiel passiert. Ich habe doch gesagt, das Spiel ist seltsam. Hat eine Schallplatte und Kaffee. Wow, bin ich gut. Ja, eine große Gegnerauswahl gibt's in diesem Dungeon hier nicht, aber... Hallo? Das ist Brick Road. Der Welt schlechteste Dungeon-Erfinder. Ich habe ein Schild gebaut ohne eine Nachricht. Brick Road.
Das Gras ist immer grüner am anderen, an einem anderen Seil. Ich frag mich, warum das so ist. Das Gras ist immer grüner an einem anderen Seil. Ich frag mich, warum das so ist. Lass mich raten, das steht überall hier. Ja. Einfach mal irgendeins nehmen. Ich glaube, das war sogar das Richtige. Aber wir schauen uns erstmal die anderen alle an. Nein. Nein, geh wieder hoch. Du hast einen stark aussehenden Körper. Warum arbeitest du nicht bei mir als Dungeon-Arbeiter? Nein, habe ich nicht nötig. Oh, da war wieder eine Dalis Uhr. Die waren anscheinend doch keine Halluzinationen. Lerne von deinen Fehlern. Folge dem und du wirst... You're bound to be successful in Earthbound. Haha, Wortspiel, Brick Road. Wenn du hart arbeitest, hast du nicht die Zeit, um dich zu verbrennen, Brick Road. Oder ausgebrannt zu werden. Ja. Also nichts allzu atemberaubendes an den anderen Seilen. Das ist die zweite Etage meines Körpers, Brick Road. Weißt du, so viel will ich über deinen Körper gar nicht wissen. Was ist ein Dungeon? Das ist meine ewige Frage, Brick Road. Da unten ist ein Loch, aber du musst dir darüber jetzt keine Gedanken machen, Brick Road. $10. Ich habe hier ein Schild platziert, das wahrscheinlich unnötig ist. Brick Road. Ja, warum stellst du es dann auch dahin? Ach, Brick Road ist doch eher ein komischer Geselle. Eine gute Nachtbank. Warum auch nicht? Was steht hier? In einem Dungeon ist Fotografie mit Blitzlicht verboten. Deswegen kommt hier wahrscheinlich auch der Fotostalker nicht hin. Weniger Muck. Egal. Ob mehr oder weniger. Dich krieg ich down. Du stehst hier in meinem Bauch herum. Brick Road. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so viel über deinen Körper erzählen, das widert mich an. Diese Musik ist eine meiner größten Erfolge, Brick Road. Wenn diese Musik etwas ist, worauf du so stolz bist, und das eine deiner größten Erfolge ist, dann solltest du mal ernsthaft darüber nachdenken, ob ein anderer Job nicht für dich besser wäre. Es gibt ein Item in jeder Sackgasse. Aber... ich bin auch dafür bekannt, mal falsch zu legen. Sorry, Brick Road. Nein, kein Item. Warum hast du meine Lebenszeit verschwendet? Es riecht dir nach Blumen. Wenn du es nicht riechen kannst, muss deine Nase wohl sehr verstopft sein, Brick Road. Da sind viele Gegner dort oben, aber mach dir keine Sorgen, Brick Road. Das ist der dritte Stock meines Körpers. Oder dritte Stockwerk, besser gesagt. Wütende Ente, sie können nette Haustiere sein, wenn sie weit entfernt bleiben.
mürrische Ziege. Wenn... Sie sind eine wirklich mürrische Art von Ziege. Oh, diese Viecher. Schlammiger kleiner Haufen. Hat die schlechte Angewohnheit, ständig zu rülpsen. Brick Road. Okay. Ein kleines Gegnermuseum. Feuchtes Handtuch brauche ich nicht. Gute... Ja, gute Arbeit, du hast es geschafft. Es gibt ein Schild dort oben, das genau das sagt. Big Road. Gute Arbeit, du hast es endlich geschafft. Big Road. Das ist mein Gesicht. Sprich ruhig damit. Willkommen! Lang nicht gesehen! Mr. Jeff, wir haben uns in Winters vor langer Zeit mal gesehen. Ich bin Brick Road. Dr. Endenetz hat mich endlich zum Dungeon Man gemacht. Wenn du willst, kann ich eine Weile mit euch gehen. Das Zurückgehloch ist da drüben. Spring in das Loch und läuf dann raus. Zurückgehloch. Spring mit all deinem Mut da rein. Und dieser Beat, den ihr hört, der ist auch... Okay, der Dungeon Man kommt jetzt mit. Ob ihr es wollt oder nicht. Oh. So. Stalker Time! Fotos machen leicht und schnell. Ich bin ein Fotografie-Genie, wenn ich das so sagen darf. Okay, macht euch bereit für eine immerwährende Erinnerung. Schaut in die Kamera, fertig. Sag, Gewürzgurken! Gewürzgurken! Mit dem Dungeon Man. Wow, was für ein großartiges Foto. Es wird immer die schönsten Erinnerungen zurückbringen. Mal sehen, wie er sich so im Kampf anstellt. Ja, genau. Dungeon Man, du machst den Gegner jetzt mal ganz alleine platt. Na, den Gegner umarmt. Ja, so geht's auch. Wow, Paula, du hast einen Gegner gewone-hitted. Nice job. Krackensuppe. Hört sich eigentlich ganz gut an. Gibt's einen Gegenstand, den ich überhaupt nicht brauche? Wahrscheinlich die Lasergun brauche ich nicht mehr. Do not throw the Lasergun away. Ich glaube, das ist, um Statuswerte zu erhöhen oder sowas. Oh, oh nein! Ich bin in den Bäumen gefangen. Ich kann mich nicht bewegen. Nun, ich kann mich nicht bewegen, aber es ist okay. Ness, es macht mich so traurig. Aber ich muss hier jetzt schon Tschüss sagen. In meinem ewigen Ruheort. Oh, Dungeon Man. Thank you.
Ein gruseliger Ort namens Tiefe Dunkelheit erwartet dich auf dem anderen Ende des Flusses. Die Monster sind sehr stark und du kannst deine Gesundheit verlieren, indem du einfach nur in dem Sumpf dort herumwanderst. Willst du den Fluss überqueren, obwohl du weißt, dass es eine dumme Idee ist? Ja. Der Sumpf ist bodenlos. Selbst wenn du schwimmst, wirst du hineingezogen. Es ist, wenn du nur ein U-Boot hättest. Ein U-Boot. Wo krieg ich denn ein U-Boot her? Vor allem sind wir ja auch jetzt eingeschlossen, weil der Dungeon Man da steht. Das heißt, wenn der Dungeon Man kein U-Boot hat, sind wir für immer hier gefangen. Ein U-Boot? Ich glaube, ich habe noch eins in meiner alten Vehikelsammlung. Tritt ein. Okay, das ist dann ja praktisch. Dann müssen wir jetzt nochmal eben den ganzen Weg dorthin gehen. Naja. Dann gehe ich jetzt einfach wirklich mal auf direktem Wege dahin. Warte, das war hier lang, oder? Ich meine schon. Da ist doch eine alte Vehikelkollektion. Jetzt müssen wir nur noch dahin kommen. Was ist denn los? Nein, Ness, du stirbst nicht. Geht doch. Ich sag doch, du stirbst nicht. Wow, der Gegner ist echt ungünstig gespawnt. Passt schon, so schlimm ist das ja gar nicht, dieser Dungeon. Also kann ich ruhig hier mal... Oh! Jeff wurde diamantisiert. Das hatten wir ja auch nicht allzu oft. Das Blöde ist, das können wir gerade nicht heilen, bis auf mit... Obwohl doch, doch, das geht mit den Lebensnudeln. Jetzt die Frage. Oder... Ah, stimmt, Pooh hatte Healing Gamma. Macht so ein... Weg. Ja. Dann muss ich ja die Wiederbelebung mit vollem Heilen gar nicht verbrauchen. Und schon sind wir wieder da. Es gibt ein altes U-Boot auf der Rückseite des Dungeons. Es kann benutzt werden, um den Fluss zu überqueren. Es gibt einen Auf Wiedersehen-Ausgang dort drüben. Es wird dich zum U-Boot führen. Mach
keinen Fehler, damit welchen Ausgang du nimmst. Du musst den Auf Wiedersehen Ausgang nehmen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, den Ausgang haben wir ja schon genommen, dann nehmen wir den hier. Dann werde ich jetzt speichern und auch den Part beenden und im nächsten Part nehmen wir uns dann das U-Boot. Bis dann, Leute. Ciao.